Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Ja, im letzten Part haben wir die Schlacht angefangen und es bleibt eigentlich nur noch ein Schatz und ein Boss übrig. Den Schatz würden wir natürlich sehr, sehr gerne noch plündern. Und dann würden wir gerne den Boss killen. Falls ihr euch fragt, warum gestern nichts kam, ich kann mir ja dabei schon mal Gaius ein bisschen umher bewegen zur Truhe. Falls ihr euch fragt, warum gestern kein Part kam, das lag ganz einfach daran, dass, falls ihr es wisst, ich ja auch mit Moggy und Johnny Undertale mache. Also ich kommentiere ja mit Undertale. Und wir haben gestern uns gedacht, wir machen den Rest fertig. Haben nicht allzu viel eingeplant an Stunden. Wir dachten, das dauert nicht allzu lange. Im Endeffekt haben wir aber dann irgendwie 5 Stunden aufgenommen. Das hat einfach vorne und hinten nicht mehr gepasst, für mich Fire Emblem aufzunehmen. Und ja. Das heißt, jetzt habe ich erst wieder Zeit. Aber gut, wir machen das alles. So, Fuli-chan, was machst du gegen den Dicken? Du machst gut Schaden. Mit dem Donner, 38. Es wäre interessant zu wissen, ob Pallen, wie viel sie machen könnte. Okay, sie kommen nicht ganz ran. Machen wir noch eine Runde. Warum immer darüber? Hier. Da spielt die Musik, Alter. Du machst 8 Damage und kriegst eine 9 zurück. Das ist eigentlich gut. Ja. Ich überlege gerade. So, 38, dann hast du ja noch 11 übrig. Das würde sogar... Ja, okay. Gönn dir. Nee, warte. Erst macht ihr den Angriff. So. Aber dann macht er einen Gegenangriff und dann ist er down. Wie kann ich da Pallen den Kill geben? Du musst wissen, ich bin gerade erst aufgestanden und merke so, fuck, ich muss Fire Emblem aufnehmen. Kann ich Pallen überhaupt den Kill vernünftig geben? Ich meine, wenn ich ihn jetzt angreife, er geht ja eh auf die Ferne, ne? Dann, wenn er zurück angreift, bin ich einfach weg. Und mich down. So. Also, ja, dann ist er down, weil ich dann angreife. So meine ich das, mein Gott. Hier wären das ja nur 8 Damage, die ich machen könnte. Und... Ja doch, mach mal. Ich habe einen Plan. Arrogante Welpen. Ich werde euch alle auf den Grund des Meeres schicken. Ja, will ich sehen. Pall macht dich kaputt, Alter. Ja, Kellam haut auch nochmal drauf, okay. Warte mal, das macht jetzt... Fuck. Jetzt, wenn Kellam... Da Kellam jetzt draufgehauen hat, kann ich ihn nicht weiter schwächen. Ah, leck mich doch. Das ist uncool. Ja. Ach, komm schon. Das wird ein langer Kampf. Stell dich mal hier hin und lass dich erstmal heilen. Lissa kommt. Eines Tages. Vielleicht kann ich Zoom ja auch noch hinschicken. Warte mal. Ja. Dann muss ich halt danach einen Wechsel machen. Wechseln. Warten. Leck mich. So. Lissa, du bist fast da. Zoom ja auch. Mein Gott. Dauert ja überhaupt nicht ewig hier. Na komm. Dann machst du mir. Zu mir, du bist eh. Du brauchst eh Punkte noch. Ne? Ein Stab. Ups. Level up. Nice. Ich weiß nicht. Heilung hängt auch von Magie ab, ne? Hoffe ich, dass dann deine Werte da noch ein bisschen steigen. Okay, gut. Jetzt kannst du weiter draufhauen. 8 Damage. Oh, hoppla. Ah, ich habe immer noch das Pokémon-Ding drin vom Stream. Als ob er noch ein hat, ey. Lol. Und Pan hat schon ein Level up. Und wenn sie jetzt einen Kill kriegt, hat sie noch ein Level up. So.
Gönn dir. Hau ihm auf die Fresse! Zack! Ich bin nur einer von vielen. Ihr habt verloren. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Sag ich ja, Level Up für Pal nochmal. Level 16. Sehr schön. Dann wirst du ja fast mal ein bisschen stark oder so. Und natürlich Meistersiegel. Sehr nice. Fully-chan, der Kommandant ist tot. Ich gebe das Signal. An alle Brandschiffe, volle Fahrt voraus, rammt die feindliche Flotte. Beim Donner der Götter, sie kommt direkt auf uns zu. Kurs halten, wartet. Beeilen Sie im Sturm, sie werden. Jetzt, springt. Ja, ist okay, Chrome, wir springen schon. Der Ozean brennt! Right. Es hat funktioniert. Very nice. Nur jemand wie du kommt auf so einen brillanten Plan, Fully-chan. Wer sonst hätte die Hälfte unserer Schiffe in Brandgeschosse verwandelt? Und auf den anderen Schiffen haben wir genug Platz für all unsere Leute. Es war so simpel, aber die Walmer haben einfach nicht damit gerechnet. Sie hätten nie gedacht, dass irgendwer eine halbe Flotte opfern würde. Right. Diese Schlacht mögen wir gewonnen haben, aber der Krieg ist nicht vorbei. Wir müssen rasch nach Walm gelangen, um ihre Haupthafen zu erobern. Oh, great. Ja, Junge, sie haben sowieso genug von der Seeluft. Yes. Volle Fahrt voraus, auf nach Walm. Es geht ab. Es geht ab. Das war nett. Wie viele Händler einfach auftauchen. Schauen wir uns mal an, was ihr so habt, ne? Ich meine, Sonderangebot. Die haben einen Schnitter. Einen Sakralbogen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Was haben die anderen so? So, weil Schnitter, glaube ich, haben wir nicht mehr viele. Das ist nicht verkehrt, wenn wir uns welche kaufen. Eisenschwert, okay, brauchen wir nicht. Eine Göttin-Ikone. Ach, was auch immer. Ist mir egal. So, was hast du? Meistersiegel. Im Sale. Stahlbogen, Stahlaxt. Ja, gut, ne? Brauchst du jetzt aber auch nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir kaufen uns aber den Schnitter. Wo haben wir eigentlich noch? Wir haben bestimmt noch einiges an Geldreserven. Ja, sag ich ja. Mehr als genug Geldreserven. Okay. Gut, Der Vorrat kauft, den Schnitter. Bestientöter, mein Gott, brauche ich nicht. Aber den Sakralbogen, den nehme ich. Obwohl, komm, nehmen wir mit, wenn wir eh schon hier sind. Wir haben das Geld, passt. Gut, was war bei dir? Stahlbogen, Stahlaxt. Brauchen wir überhaupt einen Stahlbogen? Schauen wir einfach mal, was Virion so hat. Ja, wir brauchen einen Stahlbogen. Dann kaufen wir die Stahlsachen einfach. Da müssen wir die Gegner herausfordern. Passt. Machen wir eben schnell. Wen nehmen wir mit? Euch? Brauche ich Keller? Ne. Henry? Vielleicht nehme ich Henry einfach mit, oder? Wär das ein Plan? Chrome brauche ich auch nicht. Dann nehme ich Taja mit. Ja, ich glaube, das ist ein Plan. So, Position, wie stark seid ihr? Im 14er Bereich rum. Ja, das sollten wir hinkriegen, ne? Können wir ein paar Einheiten wieder aufleveln. Das kriegen wir alles hin. So, nein, du musst hier nicht wechseln. Kämpfen. Yeah. So, Henry übernimmt hier mal ein bisschen. Der gute Mann, der muss ja auch noch irgendwie sein höheres Level kriegen. Was machst du hier? Ach, du machst den so locker weg, ne? Das ist so locker flockig, ist er down. Die gute Novi kann eigentlich auch noch ein bisschen was an Level-Ups gebrauchen. Finde ich. Bleib erstmal da stehen. So, Lonzo, der kann sowieso alleine losrennen. Palm vielleicht sogar auch. Virion war jetzt schwachsinnig, glaube ich, mitzunehmen. Egal, du kämpfst einfach mit dem Schwert und trainierst dein Schwertlevel dadurch. Passt. Haben wir hier Bogenschütze? Nö.
Also kann Sumi ja ganz geschmeidig auf den anderen Pegasus-Ritter losgehen. Da kriegst du ihn. Traue ich dir zu. Dann der kleine Gaius, der verkriecht sich erstmal dahin. Ende. Ah, sie gehen auf die Händlerin. Uncool, zu viel Schaden. Ich will doch ihre Waren kaufen. Mach doch nicht so einen Mist. Habe ich ja gesagt, das wird easy für dich, Sumia. Ah, der Boss bewegt sich auch, okay. Alle bewegen sich nach vorne, aber langsam. Novi, kannst du eigentlich alleine jemanden wegschnitzeln? Kannst du tatsächlich relativ easy sogar. Mach mal. Wie ich einfach die Verwandlung nicht skippen kann, also nicht beschleunigen kann. Yes. Ja, ja, du schaffst das. So, wen schicke ich jetzt los? Henry, wen willst du töten? Da kommst dann gerade niemand ganz ran. Das ist ein bisschen doof. Stellen wir dich mal hier hin. Nee, das ist zu gefährlich. Stellen wir dich mal hier ein bisschen daneben, damit du sie hier vielleicht ein bisschen schützen kannst. So, Lonzu, gehst vielleicht hier hin. Dann kannst du auch ein bisschen rumschnetzeln. Pallen, halt dich ran. Sumia, mein Gott, kill den mal. Als ob der jemand zu uns ankommen würde. Hau den einfach weg. Ja, brauchst deine Stahllanze einfach nur benutzen. Das ist schon okay. Nicht getroffen. Ja, okay, du hättest jetzt echt nicht kritten müssen. Kleine, du hättest echt nicht kritten müssen. Victory! Ja. So, was mache ich jetzt? Will ich Gaius ein bisschen mutig hier hinstellen? Machen wir mal. So, der Virion, der ist ja auch irgendwo hier. Nimm mal das Glitzer mit. Ja, ja, du hast deine Ausrüstung Das war viel. Wow. Was machst du hier für Damage? Du zerstörst ja mit Wind locker ein. Brauchst du aber eigentlich halt echt nicht machen. Bleib einfach stehen. Lass anderen Leuten... Ah, die gehen auf die Händlerin. Uncool. Okay, sie ist ausgewichen. Das ist ja schon mal recht schön. Weich bitte aus. Danke. Fucking einer. Anna. Wie wir unsere Anna auch irgendwie nie benutzt haben. Ah, sie geht auch da selber drauf. Hör auf. Ich will doch ein paar Erfahrungspunkte. Blöde Kuh. Okay, Henry. Gönn dir mal den Mann. Double zwar nicht. Schade. Mach einfach. Okay, du krittest. Perfekt. Okay, manche Leute sagen, ey, Fully, guckst du überhaupt auf Treffer und Crit-Chancen? Und ja, tue ich, aber ich poker nicht drauf. Es sei denn, natürlich 100% Trefferchance, da ist ja nichts, ne? Aber ich poker nicht mit Trefferchancen, weil mir das schon so viele Charaktere umgebracht hat. Weil das schon so oft ein Indikator war von wegen, das sind nur Chancen. Darauf sollte man sich nicht verlassen, finde ich. Gehört einfach nicht in meinen Spielstil so rein. Habe ich nie gemacht. Also doch, habe ich mal gemacht, aber fand ich halt dumm im Nachhinein. Du kannst eigentlich mit deinem Eisenschwert locker angreifen. Ja, gönn dir Eisenschwert. Okay, Kritte. Warum nicht? Weg mit dir! That was tasty. Glaube ich dir. So, Pallen, du musst ja auch mal was töten. Mach mal. Ja, mach den mal weg. Ich will den nicht mehr sehen. Mach den mal weg. Tja, da wollte Lonzo sich auch noch ein Stück abschneiden. Versteht ihr, weil er ihn zerschnetzelt hat. Das war Humor. Lacht. Ah, okay. Sumia, du könntest den Boss erledigen. Willst du den Boss erledigen? Erledige den Boss einfach mal. Who cares? Perfekt. Und ein Talisman erhalten. Nice. Dann, ja, Lissa Heimer, die Gute hier. Mit einer Pflege. Obwohl du eigentlich Pflege kaum brauchst, weil deine Heilung so extrem stark ist, dass du eigentlich alles mit Heilung heilen kannst schon.
Virion, du hängst hier unten ein bisschen fest, ne? Du hast nicht viel geleistet. Finde ich nicht okay. Okay, wir haben nur noch den Dieb hier. Das ging echt schnell. Wer darf den Dieb killen? Henry? Hast du Bock? Der Mann hat Bock. Der macht das. Der macht den nämlich ganz genau kalt. Findet er witzig. Da ist er down. Alle down. Ja, ja, ich weiß. Niemand da, bla bla bla. Oh, wir haben ein Geschenk bekommen. Auch nice. Okay, kann ich mit leben. So. Dann können wir jetzt mal die Stahlsachen kaufen, die ich haben wollte. Ja, hier einkaufen. So. Stahlbogen kaufen. Stahlaxt kaufen. Kaufen wir das Discount-Meistersiegel auch. Alles gut. So, was hat die letzte Händlerin nochmal? Ach ja, uninteressanten Kram. So, jetzt... Oh, wir haben Support-Gespräche zwischen Henry und Taja, sehr schön. Ich wollte aber hier noch ein bisschen im Inventar nachschauen, ob jeder eigentlich gut ausgerüstet ist, was, glaube ich, durchaus der Fall ist. Geh nur mal hier rein und schmeiß das mal weg. Das brauchst du nicht. Vielleicht sollte ich langsam mal neue Steine kaufen. Okay, du bist gut ausgerüstet eigentlich. Hast ja eh die Silberlanze. Stahlschwert, Silberschwert, Bronzeschwert. Du kannst doch nichts Besseres tragen. Das ist doof. Du hast ein normales Feuer, was irgendwie kacke ist. Egal. Du bist gut ausgerüstet. Kannst aber auch noch nichts Besseres tragen. Du könntest, glaube ich, ein Stahlschwert tragen, oder, Sully? Ich habe das Gefühl, du könntest schon auf Stahlschwert gehen. Ja, du könntest echt auf ein Stahlschwert gehen. Wir haben gerade aber leider kein freies Stahlschwert. Doch, doch. Ich gebe dir einfach hier eins. So. Schmeiß den Talisman weg. Gebe ich den geil Stahlschwert von, wo ist er? Ja, hier, Anna. Oder? Nee, nehmen wir das hier. Das hat noch ein bisschen mehr. Geben wir dir das. So, du hast die Kriegerlanze, Eisenlanze, Kurzspeer, Stahlspeer ist fast kaputt. Du könntest wahrscheinlich eine neue Axt haben, ne? Ja, der kann eine Eisenaxt tragen, der gute Mann. Dann soll er die Eisenaxt nehmen. Nicht die Bronze-Axt. Ja, gut. Chrome, alles gut. Ne, Sully, habe ich auch gerade hier gecheckt. Sonst alles wunderbar, da glaube ich mal. Müsste so sein. Obwohl, haben wir eigentlich noch Drachensteine? Ja, wir hätten hier Nas Drachenstein. Den gebe ich dir einfach mal. Jetzt muss ich dran denken, dass ich nie versehentlich Nah reinpacke. Und Palin hat ja dann noch einen anderen Bestienstein von ihrem Sohn. Den kannst du dir auch mal einfach mitnehmen. Gut. Machen wir einen neuen S-Rank. Hey. Hey, Taja. Schau mal, was ich für Blümchen gefunden habe. Sind sie nicht hübsch? What? Ja, schon. Das sind sie wohl. Oh, Taja. Das sagst du doch nur so. Du findest sie überhaupt nicht hübsch. Arme Blümchen, nachdem ihr so viel Mühe hattet, euch zu entfalten und so weiter. Ey, das ist etwa mit ihnen. Das ist ganz schön gruselig, weißt du? Wenn du ihn nicht aufhörst, werde ich sie bald verfluchen und in Strohblumen verwandeln. Really? Wäre dir das lieber, Taja? Dass die armen Blümchen zu vertrockneten Ästchen werden. Du stellst es so dar, als wäre ich unhöflich zu deinem lächerlichen Blumenstrauß. Das habe ich gar nicht so gemeint. Ich zaubere dir liebend gerne ein paar Ästchen herbei. What? Warte, was hast du? Ready? Fertig! Bitteschön! Ja. Du warst so von den Blumen begeistert und hast sie dann einfach so zerstört. Oh, das ist mir egal. Hauptsache, du bist glücklich. Worauf willst du hinaus? Mhm. Taja, ich habe mich Hals über Kopf in dich verliebt. Du kannst mich um alles bitten und ich werde es sofort für dich tun. Sei es drum, ich werde sogar die ganze Armee für dich auslöschen. Willst du das? Gütige Götter, natürlich nicht. Hättest du mich für komplett wahnsinnig? Wow. Das war doch nur ein Beispiel. Wer auch immer. Willst du mich heiraten? Du weißt doch, wie man ein Mädchen umhaut, oder? Nun, wenn du versprichst, Fulichan zu schützen, könnte ich jetzt in Betracht ziehen. Sollten wir einmal in tödlicher Gefahr sein, musst du aber Fulichan zuerst retten. Ist das klar? Du bist bereit, sehr für mich sie zu opfern. Wenn du mir das versprichst, dann werde ich dich heiraten und... Yes, sir. Das ist alles. Ha, Kinderspiel. Absolut kein Problem für jemanden wie mich. What? Gut. Wie toll. Ich dachte, du würdest richtig harte Bedingungen stellen. So hart, dass ich es mir zweimal überlegen müsste.
Aber das hast du nicht getan. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, kann ja der Schmied einen Ring für uns anfertigen. Ich glaube, dieser Junge hat wirklich einen kleinen Sprung in der Schüssel. Ich meine, was war das denn bitte für ein Antrag? Aber ich hab ja auch nicht immer alle Tassen im Schrank. Also, wer weiß. Vielleicht ist der Mann fürs Leben. Ist er der Mann fürs Leben. Und er liebt mich wirklich. Glaube ich. Oh. Ihr sagt doch, die passen perfekt zusammen. Kriegen wir eine neue Sidequest? Spiel? Sidequest? Fucking Taverne. Kaserne. Taverne. So ist das Gleiche. Ey, Weig, geh weg von da. Lass die Kleine nah in Ruhe. Was treibst du so in deiner Freizeit? Du bist ja kaum im Lager. Ich beobachte Menschen. Sie tun so alberne, faszinierende Dinge. Lass die Kleine in Ruhe, Vike. Fass sie nicht an. Welt sein schlimm, ja? Aber wenigstens träumen. Wovon du träumen? Träume sind doof. Wenn wir schon mit glänzenden Augen herumlaufen, ich nicht. Okay. Das ist eine schöne Beziehung zwischen den beiden. Ich bin bereit, für ein paar Banditen zu verprügeln. Bringt sie zu mir. Novi, passt schon. Du kämpfst lustig. Wir sollten gemeinsam Feinde zu Hackfleisch verarbeiten. Klar, aber lass mich vorsichtig sein. Lass uns vorsichtig sein. Ein toter Händler macht schließlich keinen Gewinn. Ja. Hoppla, ich bin auf etwas getreten. Hoffentlich habe ich es nicht zerbrochen. Du Haufen. Oh, das ist Hectors Axt. Hectors Axt? Lul. Als ob einfach bei Hectors Axt hier rumliegt. Ey, yo, wir haben eine neue Sidequest. Das ist großartig. Ich denke mal, es ist offensichtlich, was wir jetzt angehen. Und zwar diese Sidequest hier. Lasst mich aber einen Schluck trinken. Moment. Ich glaube, das wird noch schwierig. Aber los geht's. Ein Schuss aus dem Dunkeln. Ist ja ganz wohl allein, mein Lämmchen, was? So seine Mutter, hä? Bezaubernd. Doch die Welt ist voller Wölfe, die nur darauf warten, dich zu fressen. Hab Dank für den Rat, werter Bandit, mein Herr, doch ich... Das war kein Rat, Lämmchen. Ich bin ein Wolf und du wirst gefressen. Komm her. Namen senken den Verkaufswert, also will ich dich nicht zwingen müssen. Sklavenhändler, Hauptmann. Verabscheuungswürdiger Abschaum. Wir müssen uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Oh, bleib nur hier und lasst mich auf sie los. Ein Fluch vielleicht, der sie langsam zerfrisst. Sagen wir im Laufe eines Jahres. Oh, oder besser in 2 Jahren. Ihr Opfer würde sicher eine etwas schnellere Lösung bevorzugen. Hirten, die Sicherheit des Mädchens hat höchste Priorität. Ausrücken. Yay. Tajas Tochter ist schüchtern und naiv und alles. Oder so, keine Ahnung. Sieht aber cute aus. Und ist eine Bogenschützin. Naja gut, Einheiten. Chrome, Lissa, Novigas, Lonzo, Sumia, Palen, Virion, Henry, Taja, Kenam, Sali, Fulichan. Perfekt, unser Team. Die Leute sind stark, auch alle weiterentwickelt. Ah, die ist ganz oben hier. Da müssen wir eigentlich echt schnell nach vorne rücken. Holy shit. Ja, kriegen wir hin. Ich sehe da unsere Chancen, so Positionen. Worauf ich viel zu selten achte, ist, gute Positionen zu wählen. Ich werde hier Taja direkt mit Henry auf die Brücke losschicken, dass die das machen. So, hier werde ich Pallen und Kellam positionieren. Die sollten die eine Ecke hier ein bisschen festigen. Dann gucken wir uns, je nachdem, welche Einheiten, wie viel auf der Brücke brauchen. Ich glaube nämlich, dass wir den Seitenbereich, wenn wir uns jetzt auch die Karte angucken, der gesamte Seitenbereich hier, den können wir, glaube ich, einfach von dem Brückenstützpunkt locken und schützen.
So, das heißt, wir werden dann hier rüber anfangen anzugreifen. Hier ist aber mehr Fläche. Das heißt, die paar Leute, die kommen rübergeflogen. Und der Rest bleibt hier. Und da kann ja nicht rüber, außer die, die dann rüberfliegen. Und sie könnten vielleicht von hier gelockt werden. So, wenn wir dann hier rüber gehen. Was war das denn? Achso, das war das. Oh, okay. Wenn wir hier rüber gehen, haben wir nicht erstmal nur die Feinde, die alle von links kommen und die vielleicht gebaitet werden. Dann können wir ganz in Ruhe über die ganz rechte Flanke, vielleicht easy zu Noir heißt sie, hingehen und den Rest dann erledigen. Das heißt, Virion ist zum Beispiel auch auf jeden Fall einer, der hier hin mit muss. Und ich glaube, ich werde Lissa da hochschicken. Heißt, Zumia und Chrome, weil ich einen Heiler brauche, werden dann hier mit positioniert bleiben. Und vielleicht auch Fuddy-chan, da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich Fuddy-chan nicht doch lieber mit nach oben zum Angriff schicken möchte. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ich habe einen Plan in meinem Kopf, so, wisst ihr? So hier drin oben habe ich gemacht. Ganz alleine. Fast schon ein bisschen. Okay, speichern wir das Ganze mal. Und starten. Wir haben nicht viel Zeit, aber hey. So tired. Es ist vorbei. Mein Leben endet hier. Oh, Mutter. Ich komme zu dir. Uncool. So, auf jeden Fall muss ich mir jetzt die Leute mit Bögen hier, die reitenden Bogenschützen, alle markieren. Der Boss ist auch so einer. Die gefallen mir nämlich halt gar nicht. Gut. Das war ja ganz gut. Okay, kommt nicht ganz in den Bereich rein, aber das passt schon. So, Kombi. Kombi mit Chrome, der gute Chrome. Renne er los. So, Sully, du gehst auf mit Virion hier hin. So, ihr macht für euch für den Angriff hier oben bereit. Ihr stürmt los, was das Zeug hält, ihr beiden. Sofort hier, hier hin. Items. Elfenwind. Ja, perfekt. Für die ganzen Flugeinheiten. So, Novi und Gaius weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ihr bleibt mit hier. Macht mal mit hier. So, Lissa, du gehst mit nach oben dann. Und genauso wie Lonzu und Fuddy-chan. Ihr geht dann auch hier mit hoch zum Angriff. Alles klar. Okay, ein Reiter, nicht allzu schlimm. Der wird ja gut zerstört. Sag ich ja. Oh, Henry hat fast ein Level abbekommen. Sehr schön. Und Taja, oh, das war nicht so schön. Aber hey, du bist eh richtig stark geworden mittlerweile. Okay, einer der gefährlichen Bogenschützen. Den haust du weg. Siehst du, die haut dir weg wie nix. Okay, lebt noch, aber hey. Henry hat auch ein mieses Level abbekommen. Nein! Uncool. Okay, sie sind schon gebaitet für die Brücke. Das ist absolut kein Problem. Das ist nämlich genauso, wie ich es möchte. Vor allem, dass sogar Flugeinheiten damit runtergehen. Okay, die gehen nach rechts. Das war jetzt nicht ganz geplant, aber es ist schon okay. Ist schon okay so. So endet es also. Ein sauberer Tod ist also das Einzige, worauf ich hoffen kann. Hä? Was ist das? Ein alter Bogen? Die Sehne ist immer noch tauglich. Ich denke, ich könnte versuchen, mir den Weg freizuschießen. Aber diese Banditen sind so stark und so furchteinflößend. Mein Talisman. Ich muss nur mein Talisman halten und dann... Ich bin das Feuer und der Zorn. Stellt euch mir und sterbt. Bekenne Abschaum. Bekenne euch. Euch kann nur nichts mehr retten. Seht mich an und verzweifelt. What the fuck? Warum rastet die so aus? Ich glaube, sie hat so irgendwie den Kopfschuss beider Eltern geerbt. So einfach den kompletten Dachschaden. Ich hätte einen Bestientöter oder so vielleicht mitnehmen sollen. Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich weiß nicht, der Bronzespeer, der, mit dem double ich, aber halt, das Falsche ist halt stärker, ne? Ich könnte auch auf Lanze gehen. Ist das der richtige Moment? Fuck it, machen wir einfach. Ether, okay. Ja, er ist tot. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir können hier Stück für Stück weiter voran. Kellam, mach mal eine Runde mit dem Kurzspeer.
Come on, look at me. Ja, da geht er down. So, und in die kleine Lücke hier stellen wir euch beide hin. Das läuft ja hier schon mal ziemlich wunderbar. Tatsächlich. Du schnetzelst dich hier mal ganz schnell weg. Eigentlich sollte ich hier mit Wind stehen, aber es ist egal. Ja, dann nimm dein fucking Silberschwert. Das war unnötig, aber dass du getroffen hast, war auch unnötig. Waffenlevel A. Wurde auch mal irgendwie Zeit, oder? So. Du kannst eigentlich hier noch mit deinem Schwert kurz angreifen. Gönn dir. Dann können die anderen beiden schon mal ein bisschen vorrücken. Ihr seid eigentlich noch gut dabei, was Leben angeht. Aber, mein Gott, ich heile euch trotzdem mal eine Runde. Dann können die anderen beiden nämlich schon ein bisschen gefährlicher vorrücken und vielleicht mal ihre Tochter einsammeln. So, ein bisschen hier lang. So, Lissa steht ein bisschen blöd, ja. Denke ich mal, ist aber kein Problem, wenn die Flugeinheiten kommen. Now I'm angry. Da ist er down. Ah, Sumi hat ein Level up, nice. Und ich habe vergessen, dass ich den Part eigentlich beenden wollte. Ah, ich Idiot. So, stirb. Wie er einfach 500 Mal angegriffen wird. Level up für Chrome, nice. Ich spüre einen riesigen Unterschied. Glaube ich dir nicht. Nein, so wie Stahllanze. Der geht auf Novi. Nicht getroffen. Tja, dumm gelaufen, wa? Wie sie alle einfach Speer haben mittlerweile. Oh. Und das war ein bisschen unerwartet, aber eine Silberlanze, 7 Damage. Das ist überraschend, wie tanky Novi mittlerweile ist. Die hält ein bisschen was aus. Okay, das ist... 17 Damage ist viel, aber das hält Lissa halt aus. Einfach. Damit kannst du halt leben. Mir war ja bewusst, dass nicht allzu viele Leute hier sind. So, wen wollen wir erledigen? So als erstes meine ich. Ah, Novi, du kannst den hier. Kannst du ihn töten? Kannst du ihn nicht töten? Das ist schade. Aber du solltest es mal versuchen. I gotcha. Naja, fast geklappt. Ich würde sagen, aber an dieser Stelle beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich, weil irgendwie läuft das hier relativ easy, eigentlich an sich hier heranzukommen, wenn wir wahrscheinlich unsere... Wir können sie schon steuern. Wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, okay, wir haben schon die eine gekriegt. Wow, what the fuck. Egal. Wir sehen dann, wie die Quest zu Ende geht im nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss.